liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. Ich habe mal ein bisschen für mich selber gespielt. Unter anderem habe ich hier diese Strecke hier gebaut. Geht quasi, also einmal die Verbindung zwischen Aceham und Painswick. Fährt jetzt hier der TEE, und zwar der Schweizer TEE, der ist jetzt gerade hier drinnen. Wenn er gerade wieder rausfährt, dann zeige ich euch den mal. Und, fällt es euch auf? Wir haben jetzt auch andere Oberleitungen. Ich habe die jetzt auf dem Schweizer Gebiet alle mit Schweizer Oberleitungen ausgetauscht. Das sieht man dann vor allem bei den Abstellungen. Das werde ich euch gleich mal zeigen, und ich hoffe, der TEE kommt jetzt hier gleich mal. Tun wir hier mal ein bisschen vorspulen. Ich merke gerade, da ist noch das Signal falsch. Das könnte man eigentlich mal korrigieren. Signale. Rechts habe ich da ja immer genommen. Das da. Achso, na, halt. Das ist nicht rechts. Wunderbar. Okay. Und da kommt auch schon der Schweizer TEE. Eine absolute Schönheit. Trans-Europe Express. Das Besondere bei dem ist, der hat den Steuerwagen, also der Motorwagen ist hier in der Mitte. Und der fährt auch heute noch. Ab und zu sieht man den auf dem Schweizer Netz herumgurken. Ja, also der fährt, wie gesagt, auf der Strecke da. Und dann habe ich noch zwei besondere Linien. Und zwar fährt jetzt der Orient Express bei mir auf der Strecke. Es gibt zwei Routen, und zwar starten die alle hier in Sedgefield. Eine fährt nonstop nach Painswick und die andere geht nonstop nach Aceham. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier gerade einen Orient Express erwischen. Wo ist er denn? Tja, du versteckst dich gerade von mir. Machen wir es mal übers Fahrzeugmenü. Orient Express, Route 1. Da ist er gerade, auf der Werkstrecke. Können wir hier kurz mal anhalten. Beide Orient Express werden von der A66 gezogen. Dann haben wir hier den Gepäckwagen, die Schlafwagen und Speisewagen. Speisewagen. Also das ist der Salonwagen, glaube ich, hier. Genau. Speisewagen. Und dann gibt es hier wieder die Schlafwagen. Das sind richtig schöne Wagen hier drin. Kompanie Internationale des Wagen Litz et des Grands Express. Ja, ich kann das nicht aussprechen. Von denen gibt es auch unterschiedliche Varianten. Das ist jetzt, glaube ich, mal die Ursprungsvariante. Und ja, ich dachte, mit dem lassen wir mal hier auf der Strecke durchgucken. Macht natürlich Verlust. Und passt maximal 113 Leute rein. Und hier habe ich Ausweichstellen gebaut, damit eben die Personenzüge wieder schneller fahren können. Und die Güterzüge nehmen hier das äußerste Gleis. Und da sieht man das auch mit den Masten. Das ist so ganz typisch SBB. Die Ausweichstelle habe ich einmal hier gemacht, dass sie hier sich überholen können. Hier und nach dem Tunnel nochmal. Bis jetzt habe ich noch keine Bewegung beobachtet, dass das mal passiert ist, dass der Güterzug überholt worden ist. Aber die Krokodile fahren halt nur mit 75 und die anderen halt doch ein bisschen schneller. Also ja, gerade wenn jetzt hier dort eine RE-Linie ist und zweimal der Orient Express, macht das, glaube ich, Sinn. Hier die RE-Linie, das ist der Orient Express, der gerade auf Weiterfahrt wartet. Die Glötschbergbahn, die habe ich umbenannt in die Regio Route 01, und da haben wir jetzt auch wieder zwei Fahrzeuge. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, ja, das hat man da schon mal gehabt. Ja, ich weiß. Einfach gedacht, es macht vielleicht doch mehr Sinn, wenn da zwei Züge fahren, einfach um die Frequenz runterzubringen. Ja, und eben hier beim Depot, da sieht man das jetzt auch mit den durchgehenden Masten. Ab und zu habe ich ein paar, ja, hier müsste es eigentlich noch machen, die Oberleitung als Acid,
Pullman habe ich jetzt hier auch als Assets. Cool. Was ich dir eigentlich zeigen wollte ist, hier gibt es die Sachen auch als Assets zum Platzieren. Wird vielleicht sogar hier sogar Sinn machen, so ein Teil hinzubauen. Gar nicht mal so doof aus. Okay. Ja, also hier muss ich es noch machen. Das werde ich aber nicht in dieser Folge machen. Vor allem hier bei den Kreuzungen bin ich mir nicht sicher, was ich da hinpflanze. Da müsste ich mal experimentieren. Oh, mal Standard. Ah, sowas in der Art vielleicht. Hm. Endmast. Also ihr seht, da gibt es recht viele Konfigurationen. Das mit dem Endmast finde ich jetzt interessant. Mal kurz schauen. Ach, GL. Okay, alles klar. Spannend. Jo, das wäre das. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr gemacht. Von der Auslastung her geht's. Der Lego Express 1 ist ganz gut ausgelastet. Nur hier auf der Zillertalbahn ist jetzt nicht gerade die Welt los. Scheint aber mit zwei Wagen erstmal zu passen. Hier sind wir 62 Leute. Wir könnten uns überlegen, ob wir hier eine lokale Tramlinie machen. Ja, ich denke, das macht Sinn. Weil der Postbus fährt ja auch hier nur in eine Richtung. Dann werden wir das hier mal bauen. Die Frage, was nehmen wir da als Busbahnhof? Zonen. Nehmen wir vielleicht den hier wieder. Ja, das sieht doch gar nicht mal so doof aus. Das werden wir aber anders benennen. Das ist dann. Ist hier. Zillertalbahn. Passt jetzt auf den Text hier. Blau ist jetzt nicht gerade die schönste Farbe. Bei den Haltestellen bin ich mir gar nicht sicher. Na, die habe ich noch nicht auf 2 gebaut. Kann man das hier gerade noch nachholen? Ich glaube, die Bellung werde ich immer deaktivieren vom Fahrzeugzustand. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nie zu sehr. Okay. Wenn wir das hier. Ist die Linie 1 und den Postbus könnte man eigentlich gerade mal anpassen, dass er nur da hält. Das heißt 1, 2, so, die hier löschen, 2 und 3. Ja, wunderbar, dann geht er nur hier auf den Bus. Bahnhof da rein und hält hier unten. Alles klar. Wir brauchen Busse. Ah, jetzt haben wir hier Traps. Painsweg. Passagier. Brief und Stift 120. Reichspost. Kapazität 9. Ah, ich hätte schon etwas mit Kapazität.
Ja, nehmen wir wieder den. Mal gerade mal 6. Und auf eine EC01. Cool. Dann hätten wir das. Was ich noch mir geholt habe, ist der Feldbahnset. Wo ist es denn da? 600 mm. Gibt es mit eigenen Bahnsteigen und Gleisen. Schaut mal, wie klein die sind. Da möchte ich noch irgendwie eine kleine Feldbahn machen. Ich habe mir überlegt, ob man nicht so eine alte Mine irgendwie andeuten, dass es da in den Berg reingeht und dann fällt hier die Feldbahn immer wieder mal raus. Weil wirtschaftlich ist so eine Feldbahn, zumindest im Spiel jetzt, dann nicht. Die kann auch nur ganz wenig transportieren. Ich hatte mir überlegt, und ich habe es auch mal probiert zu bauen, eine Feldbahn zwischen da und da, weil es wäre nicht weit. Aber A ist echt langsam und eben kann nicht viel transportieren. Kommt da gar nicht hinterher. Sieht nur schön aus. Also da wenn man irgendwo mal eventuell bei einem Steinbruch oder so eine kleine Feldbahn hinzimmern. Soweit erstmal der Plan. Als nächstes Bauprojekt möchte ich eigentlich gerne den Abschnitt weitermachen, den ich ja hier schon angedeutet habe. Ich möchte da nach Hawley runter und von Hawley möchte ich da nach Bishop Auckland. Westward Ho, sehe ich es erst mit dem Ausrufezeichen. möchte ich eigentlich als nächstes fahren. Spannend wird jetzt die Streckenführung. Ich würde sagen, das wird dann auch, glaube ich, jetzt mal englisches Netz hier, ohne Oberleitung. Irgendwie die Engländer fahren. Ich möchte zuerst den Bahnhof bauen. Okay, Generic Passenger. Da passt es jetzt auch mal. Gleise. 320 Meter. Wollen wir das gerade so lang machen? Wo wir das jetzt am dürfsten hinmachen. Können ja dann da weiterfahren. Ich denke, das ist gar nicht so doof, wenn er hier unten ist an der Ecke. Ja, dann schließen wir das hier mal an. Okay, jetzt ist eher die Frage. Könnten wir schon mal auf Third Rail gehen bei der UK. Da muss ich die Oberleitung wegmachen. Ich glaube, wir machen das schon 160 km/h Third Rail für die Zukunft. Und da geht es gerade instant schon in den Tunnel rein. Das ist jetzt doof. Ich mache da jetzt hier. Egal, was ich tue, oder? Shit. Okay. Kriege ich dann auch noch das hier hin? Oder macht er dann irgendwas Blödes? Das sieht etwas bescheiden aus. Nö, das machen wir ja nicht mit dem Tunnel. Wir werden jetzt ihm hier sagen, dass er hier keinen Tunnel bauen soll. Damit ich hier das hier schön machen kann, dann werden wir das gerade mal glätten. Das gibt sonst ein bisschen später Probleme. Und hier hätte ich gerne wieder eine Kreuzung. Gut, und hier müssen wir noch die Third Rail also reinlegen. Dann passt es. Ja, ich mache jetzt von dem dritten Gleis keinen Wechsel hier aufs erste. Ja, ich weiß.
Wie ist jetzt mal? Das machen wir hier in die Kurve. 145. Dann sind wir hier gerade schon am Berg. Machen wir es doch mit 150. Ich denke, es macht Sinn, erstmal mit einem Gleis zu fahren. Jetzt hier in den nächsten Tunnel. Na komm, snap doch mal für die Gerade. So. Okay, dann hier mit einem Viadukt drauf. Es passt erstmal. Hä? Das wird jetzt genau die Stelle sein, wo ich hier eine Schleife machen muss. Da werde ich aber schauen, dass ich halbwegs schnell fahre. Fahren wir 140. Wo mache ich die jetzt? Boah, ich bin schon echt weit unten. Ich glaube, eine wird nicht reichen. Wir könnten das auch so machen, dass wir eigentlich hier auf die Strecke kommen. Nö. Machen wir es vielleicht doch kleiner. Was ist mit 100 der Winkel? Probieren wir es mal mit 100. Ich glaube, 100 ist eine ganz gute Geschwindigkeit. Mal kurz gerade. Warum ist jetzt das hier so groß mit 100? Und dann hier nochmal so rauf. Hätte ich da gern irgendwie gerade. Ach, Spiel. Ich will doch nur... Mir gefällt es nicht, dass das alles im Tunnel hier drin ist. Wenn ich jetzt das hier mache. Das wird dann beschissen aussehen, wenn ich dann hier so weiterfahre. Und andersherum bin ich halt nach wie vor zu tief. Muss ich vielleicht doch eine Spirale machen. Na, werde ich nicht drum rumkommen. Das ist hier die Langsamfahrstelle 80. Jetzt hier das Gleis. Hier oben. Ziehen wir das mal hier weiter. Du verarschst mich doch jetzt. Du machst jetzt hier wieder einen Tunnel. Moment mal. Bin ich gerade verwirrt, was er hier macht? Nee, 80er. Ja, sind wir jetzt in der Helix nach oben? Nee, das machen wir nicht. Leute, ich glaube, ich mache hier mal ganz kurz einen Cut
Und überlegen wir, wie wir hier rauffahren. Und kommen dann wieder zu euch. Also, bis gleich. We'll be right back.
So, liebe Leute, da bin ich jetzt auch wieder zurück. Die Strecke ist fertig gebaut und ich habe hier schon einen Zug auf die Strecke hingestellt. Den werden wir uns gleich mal anschauen. Ich denke, die ist gar nicht mal so schlecht worden und sie ist halbwegs schnell. Der Part gefällt mir eigentlich besonders gut hier. Oh, da könnte man noch ein bisschen glätten. Habe ich vergessen? Ah, ich habe kein Geld mehr. Okay, ich brauche Geld. Mit der Kurve bin ich nicht ganz so zufrieden, aber wir lassen es erstmal. Ihr habt es gesehen, ich habe da ein paar Speed Signs nach englischer Art aufgestellt. Signale haben wir drin. Und wir machen jetzt erstmal einen Lasttest. Ich habe mir hier eine wunderbare Deltic ausgesucht. Mit der alten Nummerierung noch und MK1s, also die allerersten Personenwagen in der Serie. Gibt ja MK4, MK5, MK6 heute mittlerweile, das waren so die ersten. Und in der Standardkonfiguration, wie sie so wirklich gefahren sind, sprich zweite, erste Klasse Gepäckwagen. Wenn hier das so gelb ist, dann ist erste Klasse, steht auch dran. Und das da eben Gepäckwagen, wo da auch der Gurt drin ist. Die hat ein richtig schönes Soundmodell und hat eine geile Cockpit-Ansicht. Schaut's mal. Also das ist doch mal geil gemacht. Also ich kenne es vom Train Simulator und da sieht es auch so aus. Also natürlich noch detaillierter, aber cool, dass sie es hier gemacht haben. Mega nice. Okay. Hier mal. Das Motorgeräusch. Mega geil. Okay, lassen wir die Deltic mal fahren. Die hat doch recht viel Leistung. 145 km/h Höchstleistung. 2400 kW. Wow, klingt das geil. Das Fahrgeräusch ist hier mal mega. Aber ich möchte mal schauen, wie schnell die jetzt wird. Dann machen wir hier mal eine schöne Mitfahrt. Geht er doch recht schnell und steil nach oben. Naja, 70. Eventuell brauchen wir eine zweite Deltic. Also 100 soll sie schon schaffen. Das wäre super. Ich glaube, das ist das geilste Fahrgeräusch, was ich bis jetzt hier von irgendeiner Komposition gehört habe. Wenn sie dann hier dann rauskommt. Mega laut ist die englischen Diesel. Sehr geil. Ich hab Freude. Okay, 100. Schauen wir mal, das hier noch ein bisschen beschleunigen, ob die noch schneller wird. Ne, 100. 102. Sie versucht's. Okay. Also 100 ist der Durchschnitt. Wir könnten schauen, ob wir eine zweite Deltic daran klatschen. Dann machen wir aber vielleicht auch den Verband noch etwas länger, damit wir hier die 320 Meter ausnutzen können. Die ersten warten auch schon. Okay. Und ich sehe gerade der TE von der SBB. Ist er das vielleicht gerade? Nein, ist er nicht. Da müssen wir vielleicht eine zweite oder dritte Lok raufbringen. Auf der Strecke da. Also beziehungsweise den ganzen Verband. Ist auch nicht der TE. Wir schauen mal hier aus. Ja, 101. Der Orient Express wird nicht wirklich genutzt. Schade eigentlich. Ja, und ich muss mal schauen, wegen die Verlusten hier. Langsam wird es teuer. Wir machen da ein bisschen mehr Verlust als wir gewinnen. Da
Da werde ich mal schauen, wie wir das optimieren. Ansonsten muss ich mich da erstmal von der Orient-Express-Route verabschieden. Und warum machen die Verluste? Weil die Wartungskosten so hoch sind. Einmal. Okay, das muss ich mal optimieren hier. Dizzy Ray Cargo da. Gut, das soll es mal gewesen sein von der Episode. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir hier das englische Netz weiter ausbauen. Oh, da haben wir so viele tolle Loks, was wir da auf die Strecke schicken können. Und es schaut auch so aus, als wird es ganz gut angenommen hier. 50 Leute. Cool. Also, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal.